Okay. Dann wieder raus. Ich weiß jetzt gar nicht, was könnte ich denn jetzt noch machen? Direkt im Viertel gab es ja jetzt nichts Neues und in die Häuser kann ich auch eigentlich tagsüber nicht. Aber hey, ich weiß warum ich da runter wollte. Zwar ein klar, weil ich eigentlich ein bisschen nachgucken wollte in den Häusern. Die werden aber fast alle noch geschlossen sein. Aber zum anderen wollte ich auch noch was verkaufen, beziehungsweise auch kaufen. Und hier unten gab es ja so einen kleinen Gebrauchtwarenhandel. Genau, da vorne. Was für mich heißt, ich kann, glaube ich, alles verkaufen. Oh. Aber wir müssen warten. Reicht eine Stunde? Nein. Wahrscheinlich müssten wir nur noch ein paar Minuten warten. Ah, hier können wir schon rein. Ich will mir mal ein bisschen die Wohnung hier angucken. Ja, gut, haben sie es wirklich nicht. Ich meine, ist okay, aber. Obwohl, das ist relativ geräumig. Ich finde, dass hier nur irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Personen leben. Was haben wir im Kleiderschrank? Feine Stiefel. Tränke. Mal ein paar einfache Bücher, gut. Die Frau des Holzfällers, aha. Band 1, davon gibt es mehrere. Ich will nochmal gucken, aber hier ist, glaube ich, nichts. Der schwarze Pfeil. Nee, meistens haben die relativ klare Titel, diese Bücher, die was verbessern. Ist irgendwas umgefallen? Haben wir mit dem schon geredet? Faril? Die Arbeit auf dem Bauernhof ist hart. Anscheinend ja. Entspannung ist schön und gut, aber ich muss mir dabei immer anhören, wie meine Brüder sich über Ungerechtigkeiten aufregen. Ich will nochmal nachgucken. Ein bisschen Gold haben sie auch. Ihnen geht's vielleicht nicht super, aber Mir geht jetzt besser. schlecht geht's ihnen wirklich nicht, bin ich der Meinung. Aber natürlich bei weitem nicht so gut wie den Leuten, die weiter oben in der Stadt wohnen, den normalen Nord. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, was ist hier denn so alles? Noch eine Schatulle. Kleiderschrank, das ist alles nichts. Scheint, jetzt hätte er ein paar interessante Sachen hier. Seht euch um. Ich kaufe und verkaufe nahezu alles. Okay. Meine Waren sind alle rechtmäßig, was ich von manch anderen nicht sagen kann. Woher stammen eure Waren denn? Ich habe diese Sammlung mit allen Mitteln Mit zusammengekratzt. allen Mitteln Ich bedeutet? mache Geschäfte mit den Handelskarawanen und einige Gegenstände habe ich von Abenteurern wie euch erhalten. Okay, klingt ja Einige fair. unerschrockene Seelen haben mir sogar Objekte aus Morwunska, die Festung südwestlich der Stadt, gebracht. Also ihr könnt sicher sagen, dass hier nichts gestohlen wurde, gar nichts. Natürlich ist hier nichts gestohlen. Nur ein nachlässiger, schändlicher, hirnverbrannter Idiot würde so dumm sein, Diebesgut zu kaufen. Bei Azura. Ich habe den schrecklichen Fehler begangen, einen Goldring zu kaufen. Und Viola Giordano vermisst einen Ring, der genauso aussieht. Ich könnte den Ring ja für euch zurückbringen. So einfach ist das nicht. Sie würde zum Jarl gehen, wenn sie wüsste, dass ich nur entfernt etwas damit zu tun hätte. Ihr müsst ihn ihr irgendwie anders zukommen lassen. Das ist gefährlich, aber wenn ihr den Ring heimlich in ihr Haus bringt und vielleicht in eine Kommode legt, werde ich es euch vergüten. Ich habe den Goldring schon bekommen. Was habt ihr denn zu verkaufen? Ja, wir können es probieren. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Aber wo wohnt Viola eigentlich? So, jetzt gucken wir erstmal, was wir noch zu verkaufen haben. Zwergensachen. Eigentlich dieser Schwund könnte praktisch sein, dieses 40 Punkte Magikerschaden zu erlernen. Aber der ist auch echt wertvoll. Ich verkaufe ihn lieber. Machen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Oh, er hat jetzt schon wieder kein Geld. Was hat er denn? Er hat doch bestimmt, ja.
Zaubertrank der Heilung. Hier noch irgendwas. Ingenol und die Meeresgeister? Warum sieht denn das aus wie eine Notiz, obwohl es hier ein Buch ist? Kerzenschein? Für 60 Sekunden ist halt immer so wenig. Er hat leider nichts besonders Tolles. Die Haut des Retters kann ich ja anscheinend eh nicht wegmachen. Also diesen Effekt hier rauszukriegen, wahrscheinlich weil es ein legendärer Gegenstand ist, ist halt doof, weil das so wenig Schutz mir gibt gegenüber den anderen Sachen. Das können wir ihm noch verkaufen. Jetzt hat er noch ein bisschen Gold übrig. Was hatten wir denn noch? Bögen will ich ihm ja nicht verkaufen. Eigentlich könnte ich auch mit dem... Ja, den brauche ich eigentlich nicht. Ja, weg damit. Den Elfenbogen will ich ja verbessern und dann verzaubern. Ja, die Nordpfeile kann ich auch behalten. Lasst euch nicht von Viola in ihrem Haus erwischen. Ich weiß ja gar nicht, wo ihr Haus ist. Giordano hieß sie, nicht wahr? Also, wir können es ja mal probieren, aber am lichten Tag wäre das wahrscheinlich nicht besonders intelligent. Könnten wir vielleicht sie davon überzeugen, dass wir ihn gefunden haben? Oh, was ist das? Das ist kein Wohnhaus, das ist irgendwie ein Haus der, weiß ich nicht, der Merkwürdigkeiten. Gucken wir doch einfach mal nach. Haben wir davon nicht schon mal gehört? Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht irgendwie einen Brief oder so bekommen haben. Was hat er denn hier so alles? Okay. Das ist alles mögliche an alchemistischen Sachen. Buch des Schicksals. Dem nichts drinsteht. Ha. Und Calixto Corium. Riesenzehe. Ein Iskramos Suppenlöffel, der natürlich eine Gabel ist. Naja, reden wir einfach mal mit ihm. Hallöchen. Meine Schwester und ich sind früher durch die Welt gereist, um unsere Sammlung zusammenzustellen. Ach, was haben wir für Abenteuer erlebt? Und was ist jetzt passiert? Mir ist der Krieg ziemlich egal. Okay. Es macht mir zu schaffen, dass heutzutage weniger Leute nach Windhelm kommen. Na, könnt ihr am Krieg liegen. Hallo. Okay, anscheinend hat er nichts Besonderes mit uns zu bereden. Aha, und hier sind wir nur seine Truhe. Und Lydia. Ich will ja gar nichts von ihm stehlen. Also hier ist nichts Besonderes, ja? Die Nachtigallen, Wahrheit oder Legende? Okay, also er hat ein paar relativ normale Sachen und dann ein paar seltenere Sachen, aber nichts. Und natürlich diese Gabel hier. Also. Den Suppenlöffel, der natürlich besonders selten ist. Aber nichts irgendwie besonders Interessantes für mich jetzt in diesem Augenblick. Also gehen wir wieder. Und suchen Giordanas Haus. Viola Giorgini? Keine Ahnung. Diese Namen sind immer so komisch. Warum sind plötzlich italienische Namen dabei? Retino, das ist auch was anderes. Und hier kommen wir jetzt, glaube ich, schon in die... in den oberen Teil der Stadt. Sie wieder, Silda die Ungesehene. Heißt es, da drüben sind irgendwelche Häuser noch? Was haben wir denn hier? Oh, der Tempel von Talas ist hier. Noch eine Statue. Lordheim. Ich habe mein ganzes Leben lang Talos gedient. Ich habe nicht vor, jetzt damit aufzuhören, egal was das Kaiserreich zu sagen hat. Schon klar. Das ist auch so eine der wenigen Sachen, wo ich ihnen zustimmen kann. Die können doch anbieten, wen sie wollen.
Der Segen, den ich durch ihn kriege, ist ja eh wertlos. Joa. Um den Segen von Talos zu erhalten, müsst ihr nur am Altar beten. Gehen wir nochmal näher ran. Der Segen sei mit euch. Kennt ihr Talos? Er hat das Kaiserreich gegründet. Erzählt mir etwas über Talos. Talos, zu Lebzeiten bekannt als Tiber Septim, vereinte Tamriel und gründete das Kaiserreich. Er wurde für seine Taten belohnt, indem er sich als einziger Mensch den Göttlichen in immerwährender Herrlichkeit anschloss. Wir verehren ihn und wollen seinem Weg folgen. Wir können uns ihm zwar nicht im Himmel anschließen, aber wir können alles versuchen, um ihn hier auf Nirn zu erkennen. Mhm. Was hat Talos jetzt mit dem Krieg zu tun? Den Elfendrahtziehern des Kaiserreichs gefällt die Idee nicht, dass ein Mensch zu einem Gott wird. Daher haben sie die Anbetung von Talos verboten. Himmelsrand bekommt nicht gern gesagt, was es tun und lassen soll. Und Talos zu vergessen. Da hätten sie uns auch befehlen können, unsere Ohren abzuschneiden. Hm. Hat sie jetzt nicht unrecht. Ist schon irgendwie komisch. Sind die Menschen von Windhelm denn besonders fromm? Krisen treiben einen nun mal in die Frömmigkeit. Ich habe viele Mitglieder der Schmetterschildfamilie gesehen, seit sie ihre Tochter verloren haben. Hille wie grausam Meer kommt oft vorbei. Ihr Mann war allerdings schon seit Jahren nicht mehr da. Ulfric betet hier für Stärke. Ich rede auch mit Kapitän Einsamsturm. Aber er ist nicht oft hier. Zu beschäftigt. Okay, danke schön. Zu wenige denken daran, den Gott der Toten zu ehren. Seid nicht auch einer von ihnen. Ein Kuss, liebste Mutter. Oh, das ist nicht mal lang. Du willst also die dunkle Bruderschaft herbeirufen. Oh. Okay. Du willst also die dunkle Bruderschaft herbeirufen. Du wünschst eines anderen Tod? Bete, Kind, bete. Und lasse die Mutter der Nacht deine Bitte erhören. Du musst das gottloseste aller Rituale durchführen. Das schwarze Sakrament. Forme ein Abbild des geplanten Opfers aus echten Körperteilen, darunter einem Herzen, einem Schädel, Knochen und Fleisch. Errichte Kerzenzirkel um das Abbild herum. Dann beginne mit dem Ritual. Steche mehrmals mit einem Dolch, der mit dem Blütenblatt einer Tollkirsche, Achtung, abgerieben wurde, auf das Abbild ein und flüstere dieses Gebet. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden des Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Okay. Dann warte, Kind, denn der Schreckensvater Sithis belohnt die Geduldigen. Ein Vertreter der dunklen Bruderschaft wird dich aufsuchen. Und so beginnt ein Kontrakt mit Blut besiegelt. Warum hat sie sowas hier? Das gefällt mir nicht. So. Was war hier? Nee, nur Licht. Naja, gut. Hier ist nichts mehr. Ich suche weiterhin nach dem Haus. Vielleicht ist es auch weiter oben. Ich kann mich nicht dran erinnern, irgendwas gesehen zu haben. Drüben war, glaube ich, nur der Hof des Schmieds, oder? Obwohl, ja, der Marktplatz, aber ist hier hinter vielleicht noch ein Gebäude? Ja. Obst und Gemüse, alles Köstliche. Hier ist ein Alchemie-Händler. Da habe ich letztes Mal gar nicht nachgeguckt. Die weiße Fiole, glaube ich. Meister, ihr seid viel zu alt für eine derartige Reise. Wir wissen nicht, was da drin ist. Ich werde... Ist auch anscheinend ein Questmarker direkt vor mir. Oh Gott. Er klingt nicht gerade gut. Norelia? Okay. Dann fragen wir erstmal seinen Typi hier. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Hier ist erstmal eine Lieferung von Sonders. So liebe Zeit. Dunkelwasserkreuzung braucht Medizin für seine Bergmänner? Ich werde mich sofort um diesen Auftrag kümmern. Hier, ein paar Septime für euch. Dankeschön. Warum arbeitet ihr für Norelian? Macht ihr Scherze? Ich bin den ganzen Weg von Cyrodiil hierher gekommen, nur um mit ihm zu arbeiten. Wow. Er ist nicht gerade der beste Lehrer. Aber allein indem ich ihn beobachte, habe ich schon so viel gelernt. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Waren anzugaffen.
Entschuldigung, ich habe mit eurem Assistenten geredet. Oder Lehrling.